Also mit 10 Minuten Verspätung, das geht ja noch. Herzlich willkommen bei den Datenspuren. Privatsphäre war gestern. Wir hinterlassen ja alle unsere Spuren, wenn wir Dinge tun in Form von Daten, die gesammelt werden, egal ob wir unser Handy einschalten, ob wir eine Webseite besuchen, E-Mails schreiben, bargeldlos bezahlen. Und die Daten, die werden alle gesammelt und miteinander verknüpft. Das läuft unter dem Begriff Big Data und hat zum Ziel, uns einen besseren Service und ein besseres Verständnis anzubieten. Bedeutet aber schlussendlich, dass wir uns nackt machen, dass wir zum gläsernen Menschen werden. Und wir wollen auf den Datenspuren über dieses Thema heute und morgen sprechen, welche Veränderungen es da gibt. Und deswegen begrüße ich euch ganz herzlich im Medienkulturzentrum und wünsche euch viel Spaß auf den Datenspuren. Zeitsprung. Das war vor 15 Jahren, 2004. Heute kann ich euch begrüßen zu den 16. Datenspuren. Und Privatsphäre war von vor 15 Jahren schon gestern. Na, und was ist jetzt bisher eigentlich da noch alles passiert? Spaß ist halber, ne? 2005 wurde StudiVZ gegründet, das kennt heute niemand mehr, war so ähnlich wie Facebook, war auch mal in Deutschland ganz groß, heute ist es von der Bildfläche verschwunden. Ein Jahr später wurde YouTube gegründet, als eigenständige Firma, wurde ja dann von Google übernommen. 2007 kam Google Street View das erste Mal zum Einsatz, damals in den USA, hat sich dann auf die ganze Welt ausgedehnt. Im Jahr darauf hat Google das erste Android-Handy veröffentlicht, mit dem jetzt meist eingesetzten mobilen Betriebssystem und Ökosystem. 2008 kam die Vorratsdatenspeicherung, trat erstmals in Kraft. 2010 wurde sie für ungültig erklärt. 2015 wurde sie wieder in geänderte Form in Kraft gesetzt. 2017 gab es einen Gerichtsentscheid, dass sie doch wahrscheinlich ungültig sei, aber eine endgültige Klärung steht noch aus, aber sehr wahrscheinlich wird sie wieder illegal sein. 2013 wurden die Snowden-Files veröffentlicht. Darauf gab es dann den NSA-Untersuchungsausschuss, wurde 2014 aufgesetzt. 2016, auch mal was Positives, trat die Datenschutzgrundverordnung in Kraft. 2017 wurde dann das CITES gegründet, das aufklärerisch die Bundesbehörden unterstützen soll. Und 2019 wurde im Europaparlament der Upload-Filter beschlossen, der jetzt noch auf seine Umsetzung in nationale Gesetze wartet. Das sind alles Dinge, die geschehen sind, seit Privatsphäre gestern waren. Und deswegen wollen wir heute und morgen drüber reden, was es da jetzt eigentlich, wo wir jetzt stehen, was es da noch zu tun gibt, ob wir überhaupt noch was tun können oder ob wir lieber das alles hinnehmen, was es noch für Lösungsvorschläge gibt. Dafür gibt es dann Vorträge. Es gibt Workshops, wo man auch selber sich beteiligen kann, mitmachen kann, Dinge sich erarbeiten kann. Draußen im Hof gibt es einige Infostände. Wer noch kurzfristig irgendeine Idee präsentieren will, ein Projekt, kann das noch auf den Lightning Talks tun. Die finden am Sonntag statt. Da kann man immer noch einreichen. Parallel hierzu, zu den Datenspuren, ist hier auch das Ende der libertären Tage. Die bereichern auch unser Vortragsprogramm und unser Workshop-Programm. Es findet das Regio-Treffen des CCC auch statt auf diesen Datenspuren. Und es gibt hinter dem Vorhang ein Hackcenter, da kann man sich austauschen, kann man sich zusammensetzen, kann man auch Rätsel lösen. Draußen im Hof steht auch noch zum Beispiel das Fabmobil, in dem man basteln kann, löten kann und 3D-drucken, alles Mögliche. Mehr Infos
Zum ganzen Programm findet ihr auf unserer Webseite datenspuren.de. Es gibt auch dieses Jahr wieder von Tobias Preuß die Android-App zum Runterladen, ist dort auch verlinkt. Und es gibt auch Pläne für dieses Scheduling-Tool Gigiti oder Gigigi, wie auch immer man das spricht. Da kann man sich auch das ganze Programm runterladen und anzeigen lassen. Wer noch helfen möchte, ist auch sehr herzlich eingeladen. Wir brauchen noch dringend Leute. Wir brauchen vor allem noch Leute fürs VOG, um Kamera zu führen. Man bekommt auch eine Einweisung. Ein bisschen ein ruhiges Händchen sollte man vielleicht haben, aber ansonsten sind keine Vorkenntnisse erforderlich, hat man mir gesagt. Wir brauchen auch Leute, die Speaker ankündigen und hier bei der Verkabelung helfen, weil es sind nicht alles Techies, die hier sprechen. Man kann auch helfen, indem man dann beim Abbau und beim Aufräumen hilft, an der Bar mal eine Schicht übernimmt. Oder man hilft uns einfach, indem man ein T-Shirt kauft und was spendet. Weil Eintritt ist ja frei, aber wir bekommen trotzdem nicht alles kostenlos. Also wir müssen ja trotzdem für die Räume und für die Technik bezahlen. Deswegen freuen wir uns da. Die Spendenbox steht einmal in der Bar und ich habe die auch da hinten irgendwo gesehen in dem Hackerspace. Ja, jetzt möchte ich mich noch bedanken. Einmal fürs VOG, dass es uns die ganze Technik hier zur Verfügung stellt. Audio und Video und Manpower. Und beim Zentralwerk für die Räume und für die Hilfe hier beim Aufbau. Bei den libertären Tagen dafür, dass sie ihr Ende hier auch zeitgleich mit den Datenspuren veranstalten und unser Programm bereichern und auch kulinarisch draußen beitragen, dass es viel Mittagessen heute gibt. Beim Coloradio, dass wir den Seminarraum nutzen können und dass sie den so lange geblockt haben und dass sie auch selber einen Jingle-Workshop anbieten. Fatmobil natürlich, dass sie überhaupt gekommen sind. Und nur für die Unkosten hier die 2 Tage mit uns verbringen. Und bei allen anderen Helfern, die ich jetzt nicht aufgezählt habe, natürlich auch, weil ohne die wäre das alles jetzt nicht zustande gekommen. Genau, dann wünsche ich euch viel Spaß. Seid ausgezeichnet zueinander. Hier seht ihr nochmal den Plan, was wo ungefähr stattfindet, beziehungsweise wo was stattfindet. Das was findet ihr dann im Programm. Ja, dann viel Spaß bei den Datenspuren. Ich freue mich. Bis bald.